So, ich bin wieder zurück. Von hier? Denn... Sieh mal einer an. Scheiße. Wenn das nicht der berühmte Mr. Hicks ist. Da können Sie schleimen, wie Sie wollen. Sie kriegen keine Autogrammkarte von mir. Genauso verachtenswert, wie ich gedacht hatte. Weißt du, in der Recycling-Richtlinie steht, dass man Müll trennen soll. Aber ich sehe, dass du und Miss Thompson lieber zusammen sind. Was zum Geier wollen Sie damit sagen? Ich will nicht, ich tue es. Die Leiche von deinem Freund ist noch warm und dir fällt nichts Besseres ein, als seine Freundin auf ein paar Drinks einzuladen? Du bist Abschaum. Er ist noch nicht mal 2 Stunden tot und ihr telefoniert euch hier zusammen und feiert schön. Ha! Seid beim nächsten Mal vielleicht etwas diskreter, ja? Und merkt dir meine Worte. Ich krieg dich. So oder so. Ich bring dich hinter Gitter. Verstehst du? Ich kann dich nicht ausstehen. Ich kann dein Gesicht nicht ausstehen. Ich muss dir dein Leben zur Qual machen. Das ist wie eine Sucht. Und jetzt tritt er wieder seine Zigarre aus. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben zu viel Zeit. Haben Sie keine Hobbys? Du bist mein Hobby, Junge. Du bist mein Hobby. Der Kerl ist so Art von Scheiße. Der verachtet mich, das... Also, ich hab gerade... Ja, ich bin ja wieder da, weil ich habe hier gerade kurz Aufnahme beendet, um zu gucken, was mit den anderen war, als ich aus dem Bild rausgetappt habe. Nicht, dass es dann... Nicht, dass sie dann komplett im Arsch ist, die Aufnahme, aber ich habe bloß vielleicht ein paar... Ich habe eine, die ist 12 Sekunden lang und sowas, aber kann ich alles zusammenschneiden, also... Und da sitzt sie wieder am Stammtisch. Tja, ich weiß gar nicht, wie du dich fühlen musst. Nur ein bisschen schwindelig. Habe eigentlich nur 2 Drinks gehabt oder 3. Oder... Hey, bist du betrunken? Kann ich mitmachen? Na gut, mach nur. Oh nein. Also, sie hat mich 3 Wochen nicht mehr angegrummelt. Nur weil ich ihn Eddie Monster genannt habe. Randall, bitte hör auf. Wenn ich noch ein Wort über diesen Mord überhören muss, werde ich ihn jagen und erschießen müssen. Tja, viel Glück dabei. Er sieht zwar echt doof aus, aber ist ein erfinderischer kleiner Drecksack, der Typ. Und deswegen brauche ich das Armband wieder. War das ein Armband? Aber, warte mal. Habe ich das nicht schon zurück? Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Hab ich? Ich glaub, wir haben genug. Ja, Matt wäre stolz auf uns. Matt? Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, Tag 5. Montag. Was bist du, die Magnomatic? Irgendwas? Keine Ahnung. Tesa Magnomatic, du hast... Was ist passiert? Ach, komm schon. Was ist denn hier los? Erinnerst du dich wirklich an gar nichts mehr? Mann, das war wirklich super romantisch. Oh Gott, scheiße. Wach auf, Randall, wach auf. Ist schon wie ein Traum, oder? Als du mir den Ring gegeben hast, dachte ich, du spinnst doch. Ich hab dir also den Ring gegeben? Ging alles ziemlich schnell. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du gar nichts mehr weißt. Und was ist mit Matt? Ach, weißt du, das hatte eh alles keine Zukunft. Ich habe mir schon immer gewünscht, dass du mir einen Antrag machst. War vielleicht nicht so nett, das vor seinen Augen zu machen, aber vielleicht ist es so das Beste. What the hell? Vor Matt? Oh, scheiße.
Hör zu, Sally, ich glaube, das ist ein Riesenmissverständnis. Ja klar, ich hatte ja ganz deutlich gesagt, dass ich wassermelonenrote und limettengrüne Kleider für meine Brautjungfern will. Nicht Erdbeere und Minzgrün. Aber das kommt schon mal vor. Ja. Übrigens musst du deinen Anzug anprobieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. Was soll das heißen? Ich muss mich um Millionen Sachen kümmern und du hilfst mir kein bisschen? Natürlich nicht. Ich will doch nur, dass du deinen scheiß Anzug anprobierst. Ist das vielleicht zu viel verlangt? Okay, ich schau mal. Schon besser, Baby. Es wird ein wunderschönes Hochzeitsfest. Oh Gott, ich glaub's nicht. Ich auch nicht so ganz. Ist schon irre, oder? Wir müssen anfangen, die Hochzeit zu planen. Oh, die Hochzeit. Ja klar. Die Zeremonie, die Blumen, das Essen, die Musik, die Dekoration, den Pfarrer, die Flitterwochen. Wir müssen sofort anfangen. Was? Wir haben eine Menge zu tun und alles muss perfekt sein. Das ist der wichtigste Tag meines Lebens. Da darf nichts schief gehen. Es ist bereits alles schief gegangen. Was? Ach, Randy, sag doch nicht sowas. Randy? Echt jetzt? Randy? Jetzt werd nicht gleich so grummelig. Ich weiß, dass es dir gefällt. Weißt du, der Ring, den du da trägst, das ist kein gewöhnlicher Ring. Ja, stimmt. Der ist wunderschön. Und ganz allein meiner. So glänzend. Glaub nicht, dass mir der Anblick je langweilig wird. Sally, du bist heute echt komisch. Ich glaube, der Ring verändert dich. Ja, logisch, Dummerchen. Das ist das Eheversprechen. Außerdem bin ich wegen der Hochzeit etwas nervös. Nein, im Ernst. Zieh den Ring lieber ab. Sehr witzig, Randy. Ich nehm den nicht ab. Das ist kein Witz, Sally. Nimm ihn ab, bitte. Nein und nochmals nein. Hör auf damit. Weißt du, Matt macht mir Sorgen. Matt? Warum? Muss ich das wirklich erklären? Oh, Liebe kommt, Liebe geht. Sowas passiert jeden Tag. Sally, kennst du Matt wirklich so schlecht? Du weißt, wozu er fähig ist. Was soll der schon anstellen? Sich einfrieren? Matt ist ein Schwätzer. Randy ist ein Macher. Vielleicht nicht gleich einfrieren, aber irgendwas wird ihm schon einfallen. Du machst dir zu viele Sorgen. Aber dass dir deine Freunde so wichtig sind, ist echt süß von dir. Ja, bin gleich wieder da, Süße. Okay, aber verlassen Sie nicht das Land oder wir müssen Sie umlegen. Geht klar. Warum zum Ge- Scheiße. Na, das nenne ich ja mal ein Clusterfuck. Ich muss Matt finden und ihm erklären, dass das nur ein Missverständnis ist. Matt, wie er leibt und... naja. Maniac Terrorized Neighborhood. Tu sie nachschauen, was ein Maniac ist. Upset the established order and everything become chaos. Maniac. Okay. Ein Maniac ist ein Maniac. Bye. Ich sollte nicht das Deutsche nehmen, sondern das Englische. Moment. Maniac und Maniac. Ah, verrückt. Ah, ein Verrückter. Ah, ja. Nein. Er ist immer noch nicht da anscheinend. Sentry Mouth activated. Oh, hey, Mr. Mrs.? Marconi? Was ist los, Junge? Du schaust, als hättest du mich noch nie gesehen. Naja. Reiß dich zusammen, Junge.
Du wirst schließlich mein Schwiegersohn. Oh, echt jetzt? Hören Sie, wegen der Miete, ich... Lass mal, mein Sohn. Jetzt, wo wir eine Familie sind, brauchst du dir um die Miete keine Sorgen mehr machen. Konzentrier dich mal. Oh mein Gott! Was zur Hölle ist mit Marconi? Zuerst Marconi, dann McConi. Ach du heilige Scheiße. Oh, ich glaub, mein Hirn kann das alles gar nicht richtig verarbeiten. Ach, du hast nur kalte Füße, Junge. Das ist normal. Sieh mal, es ist doch bloß der Anfang eines ganz neuen Lebens. Ich glaub, mein Brustkorb explodiert gleich. Mann, Hicks, dein Humor gefällt mir immer besser. Warte erst mal, bis du Sally den Kirchengang runterkommen siehst. Ach, irgendwas ist anders an Ihnen, Mr. Mrs. Marconi. Oh, schönen Dank für die Blumen, mein Lieber. Neue Frisur, gefällt's dir? Klar. Sieht scharf aus. Ich will an eurem großen Tag umwerfend aussehen. Na, das klappt ja schon mal. Mich haut's gleich aus den Socken. Haha, die frohe Erwartung bringt dich fast um, was? Oh ja. Ich muss jetzt mal los, einen Anzug besorgen. Ich will richtig gut aussehen. Braver Junge. Eine Ehe ist nichts anderes als jede andere Beziehung auch. Man bekommt heraus, was man investiert hat. Merkt ihr das? Mann, was für eine üble Scheiße. Wie kommt Sally in mein verdammtes Scheißbett? Und was war das für ein Monster im Hausflur? Oh, fick mich seitwärts. Naja, ich muss unbedingt mit Matt reden und alles klarstellen. Oh, Scheiße. Das geht, ehrlich gesagt, einfach zu weit. Ich komm nicht. Teleskop-Entenbügel richtet es. Das Ding sollte ich mir patentieren lassen. Ist echt cool. Okay. Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte, aber. Das. Ich weiß nicht, was Randall angerichtet hat, ganz ehrlich. Gehen wir gleich zu Matt. Achte auf deinen Mana-Balken. Du kannst ohne Mana keine Zaubersprüche wirken. Hey, da ist ja der hässliche Junge. Und der Hotdog-Verkäufer. Und er hat Luftballone. Wow. Oh. Oh, überspeiern wir das da. Ja. Ich krieg sie nicht auf. Die ist abgeschlossen. Ich muss da rein. Shit, die Karte ist kaputt gegangen. Muss wohl anders hier reinkommen. Hey, was soll das Geschrei? Wenn Sie nach Matt suchen, da sind Sie leider zu spät. Was soll denn das heißen? Der ist vor 5 Minuten weg. Der war völlig hinüber und meinte, er geht in die Bar weitersaufen. Dem ist nicht mehr zu helfen. Man soll Leute nicht an ihren Taten messen. An was denn dann? Naja, an ihrem Aussehen vielleicht. Ich hab hier... Auf zu Claytons. Und das schnell, bevor noch irgendwas passiert. Von hier.
Elaine? Scheiße, bist du das? Na, was glaubst du denn? Hallo? Mann, jetzt würde ich sogar Eintritt bezahlen. Wenn du anfangen willst, hier Scherze zu treiben, dafür bin ich nicht in Stimmung. Oh, schlechten Tag gehabt? Kann ich was für dich tun? Was meinst du, ein kleines Tänzchen? Nein, Randall, ich will kein kleines Tänzchen. Kann man nicht nur mit seiner Lieblingsbedienung tanzen? Übrigens, du siehst heute echt ultra scharf aus. Lass es, Randall! Oh, und hör auf, so zu sabbern! Ich bin es so leid, deine Körperflüssigkeiten aufzuwischen. Aber echt. Entschuldigung, ich... War nur ein Witz, Blödmann. Wow, Momo hat sie auch. Jackpot! Wie wär's denn mal mit einem Date? Ein Date? Mit wem? Irgendein Freund von dir? Ist der so witzig und so vorkommend wie du? Ja, könnte man so sagen. Wie ist der denn so? Ich bin echt gespannt. Tja, du schaust ihm geradewegs ins Gesicht. Du und ich. Ein Date? Klar, warum nicht? Du und ich. Wir beide? Klar, wird sicher lustig. Lustig? Ich müsste so oft duschen wie Meryl Streep in Silkwood, damit ich den Randall-Gestank wieder loswerde. Hey, der war aber echt unter der Gürtellinie. Tut mir leid. Verzeihung. Du hast doch gerade gesagt, dass ich nett und lustig bin. Ach komm schon, Randall. Hast du schon mal was von Sarkasmus gehört? Du und ich zusammen? Bullshit. Du findest mich hässlich, stimmt's? Nein, das ist es nicht. Am Anfang dachte ich, du wärst eigentlich ganz niedlich. Aber als ich dann einen Blick in deine finstere Seele getan habe... Wie bitte? Na komm schon. Du bist Abfall. Das weißt du auch. Okay, du bist schlimmer als Abfall. Du bist wie radioaktive Schlacke. In deiner Nähe zu sein, könnte einen umbringen. Hey, was ist dein Problem, Elaine? Was ist deins, Randy? Ich weiß von dir und Sally. Dein bester Freund ist am Boden zerstört und trotzdem versuchst du, mich hier anzumachen? Ich würde dir ans Gesicht spucken, aber mir bleibt echt die Spucke weg. Ja. Weißt du, ich kenne Sally schon sehr lange und ich habe keine Ahnung, wie du sie rumgekriegt hast. Aber eines sollte dir klar sein, du ruinierst Leuten das Leben. Ich weiß, verdammte Scheiße. Ich will's ja eben wieder gerade biegen. Tja, da bist du ziemlich scheiße drin. So, ich bin gefühlt jetzt mal fertig mit Cammen. Ich will nicht so, dass meine Haare irgendwie so, ich weiß nicht, immer so komisch da sind. Weil momentan sind meine Haare etwas seltsam. Die sind nicht so flauschig. Na gut, liegt daran, dass ich mehr schwitze und es ist immer so heiß und die hat 36,3.